Let's Dance-Jurorin Mozi Mabuse erzählt in einem Auszug ihres Buches My Own Rhythm von der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge, wie der Daily Mirror berichtet. Darunter sind auch ihre Schwiegereltern, denn Mozi Mabuses Ehemann stammt aus der Ukraine. Schockanrufe Mozi Mabuse, hier fallen Bomben Ausrufezeichen. Als um 5 Uhr morgens der Anruf ihrer Schwiegermutter aus der Ukraine kam, war Mozi Mabuse schockiert, hier fallen Bomben. Berichtete die Mutter von Mozis ukrainischem Ehemann Jewgeni Wozynuk. Es war sofort klar, die Familie ihres Mannes musste gerettet werden. Es dauerte jedoch, bis die Schwiegereltern der Let's Dance-Jurorin in Sicherheit waren, da sie eine Woche lang das Land nicht verlassen konnten. Eine belastende Zeit für alle, wie Mozi Mabuse in ihrem Buch My Own Rhythm schildert. Doch dann konnten die Schwiegereltern und andere Familienangehörige endlich die ukrainische Grenze überqueren. Nun leben insgesamt 10 Menschen aus der Ukraine im Haus von Mozi und ihrem Mann, ihre Familie und weitere Geflüchtete, die das Paar aufgenommen hat. Das Zusammenleben ist da nicht immer einfach. Zum einen gibt es die Sprachbarriere, die immer wieder überwunden werden muss, und zum anderen muss sich Mozi Mabuse darüber klar werden, dass ihre Schwiegereltern möglicherweise für den Rest ihres Lebens bei ihnen bleiben werden. Doch das ist angesichts der Kriegsgräuel in der Ukraine wohl kein wirkliches Problem.